herzlich willkommen zu Drive Digital. Ich freue mich sehr, denn wir schalten nach Wolfsburg und dort ist Herr Müller-Petralla. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind, denn Sie sind vom Volkswagen-Konzern und zwar leiten Sie die Abteilung Zukunftsforschung und Trendtransfer. Und wir wollen gerne darüber sprechen, was genau Sie da machen und natürlich auch, welche Zukunft uns alle erwartet. Sie haben am Ideenwettbewerb Berlin 2070 mitgewirkt und vielleicht erzählen Sie uns einfach mal, was es mit diesem Wettbewerb auf sich hat und vor allen Dingen auch, warum diese Zielmarke in so weiter Entfernung ist. Ja, die Zielmarke 2070 in der Tat sehr weit in die Zukunft geschaut. Es wäre nahezu Glaskugel lesen, wenn wir wüssten, was 2070 bereits schon passieren wird. Aber Städteplanung bedarf einer langen Vorbereitung, einer langen Zeit. Und die Veränderungen in Städten passieren nicht von heute auf morgen, bei weitem nicht so schnell, wie das E-Auto in Zukunft kommen wird. Wir sprechen hier von Dekaden, bis das die entsprechenden Infrastrukturen, Gebäude sich verändern werden, neue Straßennetze aufgezogen werden können und so weiter. Des neuen Zugangs zur Mobilität, die gerade von der jungen Generation irgendwie ausgeht, muss langfristig geplant werden. Sehr spannend, aber 2070 ist in der Tat noch sehr weit weg. Deshalb würde ich sagen, blicken wir jetzt erstmal auf das Jahr 2020 bzw. 2030. Wie wird sich unsere Alltagsmobilität bis dahin verändern? Wie wird die aussehen in 2030? Viele Menschen erwarten, dass 2030 die Mobilität sich grundlegend von der Mobilität heute unterscheiden wird. Die Studien zeigen auch für Berlin, dass auch 2030 die Mobilität sich nur marginal gegenüber der heutigen verändern wird, wenn man letztendlich von dem sogenannten Modalsplit, also von dem Anteil der Verkehrsteilnehmer ausgeht. Was wir allerdings beobachten können, dass zunehmend mehr Menschen sich wünschen, mit dem Fahrrad zu fahren, zu Fuß zu laufen, aber auch gefahren zu werden. Aber es ist eben nicht ganz so schnell, wie wir alle gemeinsam erwarten. Der Volkswagen-Konzern hat eine eigene Abteilung für Zukunftsforschung, die Sie ja leiten, das habe ich ja am Anfang gesagt. Inwiefern ist man als Zukunftsforscher nicht nur Trendbeobachter, sondern tatsächlich auch Treiber? Sie beobachten ja tatsächlich nicht nur, sondern der Volkswagen-Konzern, der gestaltet ja tatsächlich auch mit. Ja, in der Tat. Also wir sind nicht nur dafür da, Prognosen zu machen für die Zukunft, sondern unsere wesentliche Aufgabe deswegen heißt ein Teil der Abteilung auch Trendtransfer. Wir versuchen natürlich, diese zukünftigen Trends, die wir erkennen, erstmal zu bewerten und dabei zu übersetzen in neue Fahrzeugkonzepte, in Mobilitätskonzepte, in neue Strategien, die das Unternehmen annehmen sollte. Einen Richtungswechsel versuchen wir anzustoßen. All das beinhaltet irgendwie auch die Arbeit eine Zukunftsforschung. Das ist natürlich super spannend, weil die alleinige Analyse bis zur Paralyse würde einfach nichts nützen, wenn wir die Erkenntnisse in der Tat nicht auf die Straße beziehungsweise ins Produkt bekommen. Verraten Sie uns doch, woran arbeitet der Volkswagen-Konzern ganz konkret, um tatsächlich auch die Zukunft der Mobilität mitzugestalten? Sehr konkret kann ich natürlich nicht die ganzen Pläne, die wir bereits auf den Weg gebracht haben, erzählen. Aber im Großen und Ganzen kann ich schon einige der Entwicklungen preisgeben. Natürlich ist die nachhaltige Mobilität für uns derzeit in Anbetracht des weltweit stärksten Treibers für die Veränderung der Automobilindustrie der entscheidende Faktor. Also Nachhaltigkeit, insbesondere in Verbindung mit der Dekarbonisierung des Unternehmens, der Dekarbonisierung des Verkehrs, spielt dabei eine absolut zentrale Rolle. Das hört sich sehr, sehr spannend an und sehr schön, wie Sie das beschrieben haben. Das wirkt auch sehr optimistisch. Jetzt meine letzte Frage als Zukunftsforscher. Ist man da fast von Haus aus optimistisch und wie optimistisch sind Sie gerade in dieser Zeit, auch wenn man auf Corona blickt?
Wir sind natürlich reinweg fachliche Optimisten. Ich persönlich bin sowieso ein Optimist. Ich habe bereits ein Enkelkind und freue mich natürlich wahnsinnig, gerade für dieses Enkelkind eine Zukunft mitgestalten zu können, die lebenswert ist und die vor allen Dingen auch spannend und Spaß macht, dass sie wirklich sich auf irgendwas freuen können, was noch bevor ihnen steht. Da bin ich ganz bei Ihnen, finde ich klasse. Herr Müller-Pietralla, vielen herzlichen Dank. Und wenn man Ihnen so zuhört, dann kann man sich wirklich auf die Zukunft freuen. Vielen, vielen Dank und viele Grüße nach Wolfsburg. Ich danke Ihnen, zurück nach Berlin. Dankeschön. Schönen Abend. Schönen Abend. Ja, und wenn Sie Lust bekommen haben auf mehr, dann können Sie natürlich auch jederzeit auf der Website des Drive nachschauen oder aber auch in unseren Social-Media-Kanälen. Dort finden Sie nämlich noch weitere Folgen unserer Reihe Drive Digital. Da geht es natürlich um die Zukunft der Mobilität. Deshalb schauen Sie auch gerne mal hier vorbei, hier, wo ich auch heute Abend bin, nämlich im Drive Volkswagen Group Forum, denn dort gibt es auch eine interessante Ausstellung. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Machen Sie es gut. Tschüss.